Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir wollen jetzt eben den Loot und so weiter, was wir haben, einmal verkaufen. Vielleicht sogar auch eigentlich das Pyräische würde ich gerne einlagern wollen. Die Pyräische Rüstung. So, okay, ich wollte schon sagen, was ist denn da jetzt gerade los? Irgendwie waren da ein paar Frames jetzt irgendwie weg. Ich weiß ja nicht, was genau vorgefallen ist, dass da ein paar Frames weg waren. Ich hoffe, da gab es jetzt in der Aufnahme kein Problem. Aber ja, ich würde jetzt eben einmal zuerst die Pyräische Rüstung einlagern. Obwohl, warte, wir hätten die einfach in die sichere Truhe erstmal packen können. Dann gehen wir nochmal zurück. Können wir irgendwann anders umsortieren und so was. Alles andere, was wir in unserer anderen Hütte haben, wollten wir eh auch nochmal umsortieren. Ihr seid Abenteurer, oder? Wart ihr schon mal auf Melee? Diese erstarken wurden dort. Das hat mir mein Papa erzählt. So, sichere Truhe. So, Knochenreißer würde ich da reinpacken. So, Set des Nordens würde ich da reinpacken. Und die Pyräische Rüstung. Alles andere kann ich ja verkaufen gehen. So, die Drachenknochen. Ich packe die auch mal da rein. Vielleicht kann ich sogar eine Drachenknochenrüstung herstellen. Guter Sommerstein. Backwaren und Leckereien, die wunderbar schmecken. Auch wenn ich sie nicht durchs ganze Viertel brülle. Ja, ihr kauft nicht das ein, was ich euch anbringen möchte. Schreitet wohl, Maidan. Golfo? Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sag, gut, was ihr braucht und macht schnell. Ja, ich will dir nur was andrehen. Zum Beispiel die beiden Dinger hier. So, das hier. Das Silberschwert. Das. Das und das. Das kann weg. Das kann weg. Das behalten wir. Das kann weg. Das und das. 100 hat er noch. Die brauchen wir nicht. Die Leersalze wollte ich noch irgendwie. Komm, die können dann auch weg. Das kann er sich nicht mehr leisten. Okay. Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ach, wie nett von euch. Das wollte ich nicht fragen. Besser als früher auf jeden Fall. Aber immer doch. So, okay. Schreitet wohl. Schreitet wohl, Maidan. Ja, kann ich ihm dann Dings noch verkaufen? Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Dies und das. Schaut einfach selbst. Ja, ich möchte verkaufen. Den Granatstein möchte ich nur loswerden. So, okay. Schaltet wohl. Schaltet wohl, Maidan. Ich wollte jetzt nicht schleichen. Die Leersalze wollte ich noch eben. Wie lange soll ich denn noch auf diese Lieferung? Auch nochmal hier reinpacken. Die beiden. Den Glimmerstaub wollte ich noch verkaufen. Malfast, aber immer doch. Ach, die nimmt das nicht an? Nicht den Glimmerstaub? Schreitet wohl. So. Gut, gehen wir da rein. Und zahlen unser Gold eben noch ein. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und... Natürlich. So, einzahlen, ja. Natürlich.
Okay, passt. Schreitet wohl. Und so, das speichern wir auf jeden Fall. Also, war auch automatisch. Dann wollen wir endlich mal in Richtung Kristallwald gehen und schauen, dass wir da irgendwie auch mal weiterkommen, vorankommen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir auch bessere Rüstung. Brot! Kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot! Hm? Ahoi! So, okay, weiter. Erstmal ins Herzland und dann Kristallwald. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Wirbelsturm geht's gut, ja. Beeindruckende Waffe, die ihr da habt. Ich hoffe doch sehr, dass ihr sie nur für wegestreue Zwecke einsetzt. Überlege ich mir noch. Für welche Zwecke ich sie einsetze. Apropos, wie viel... Ah, okay. So, XP wird noch einiges aber brauchen. Warte mal. Wir haben sehr viele Lern- und Handwerkspunkte. Wir werden so oder so sehr viele davon kriegen, die auch über unserem Ding sind. So, Fingerfertigkeit. Benutzen wir einfach trotzdem dann mal. So wie Rhetorik. Wir werden davon eh mehr als genug kriegen. So, Entropie, Fernkampf. Parieren. Schwere Rüstung. Wir kriegen eh mehr als genug davon. So, und Handwerkspunkte sowie Lernpunkte haben wir immer noch jede Menge. Haben wir halt jetzt ein bisschen mehr verbraucht. Aber dafür Fernkampf ist jetzt auch 40. Einhand 43. Schwerrüstung 37. Also, wir werden eh mehr als genug davon bekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, was die Maximalstufe hier sein soll, falls man irgendwie so eine kriegt. So, jetzt einmal kurz gucken. Wir wollen hier entlang. Und dann Richtung Flüsterwald, also zum Myrantum, Grenze des Herzlandes. Wir kriegen ja eh sehr viele von diesen Punkten. Also kann man das ja ein bisschen ausnutzen. Von den Büchern kriegen wir auch immer wieder welche, die auch weit über unsere Fertigkeiten sind. Nur die, die dann unter unseren Fertigkeiten sind, quasi die, wenn wir jetzt erstmal quasi Geselle haben, dass wir dann die Anfängerdinger nicht mehr nutzen können. Dann können wir die aber auch wenigstens verkaufen. Aber Geselle, Meister und so kriegen wir eigentlich eh genug. Glaube ich zumindest.
Also von daher können wir das ja mal nutzen. Vor allem, da sind immer noch zwei schwarze Flecke auf der... auf dem Radar, auf dem Kompass oben. Die sind dann wahrscheinlich hier irgendwo, bei Alt-Dothul-Grad. Wir müssen aber hier in Richtung Flüsterwald. Also hier. Nebelheim, Korn und Schneefels. Dahin zum Kornhof, okay. Hier waren wir ja schon. Altes Holzfällerlager. Da oben läuft ein Wildmagier. Speicher einmal. Wie stark ist sie? Ne, ist ein Ente. Ja, jetzt kann ich nicht mehr ausweichen. Aber okay, so stark sind die jetzt auch nicht. So, 38 wäre das wert. Das lassen wir. Wir müssen mehr Brezeln kaufen. Eine Wildhexe. So, auch alte Entropierobe nehmen wir mit. So, gönnen wir uns mal eine Tomatensuppe. Tour entdeckt. Okay, was ist das? Genau, also Ruine von Tour. Gucken, was hier gibt. Wahrscheinlich sind jede Menge Magier wieder. Und Entropisten, ja. Yo! Übertreib! So, Leiche leer. Und die alten Dinger sind schon einiges wert. Menschenfleisch, perfekt. Cool, nehmen wir mit. Disziplin, Lichtmagie. Nehme ich mit. Stahlbahn. Nehmen wir auch mit. Genesungstrank ranzig. Okay, wo ist die Falle? Wo ist der Knopf dafür? Wo ist da... Man kommt ran. Scharfe Holzfällerachs, haben wir die? Scharfe Spitzhacke, scharfe Holzfällerachs haben wir. Haben wir eine normale Holzfällerachs? Nö, jetzt haben wir eine scharfe. Hätten wir hier vielleicht von der anderen Seite herkommen sollen? Nehmen wir mit. Stahl durch das Hinterhals.
Armseliger Seelenstein. Perfekt. Erhöht Mana um 12, erhöht Mana um. Aber können wir verkaufen. Können wir auch verkaufen. So, automatisch speichern. Oh, Groschen. Die Silberschüssel ist nichts wert. Nebelschwamm hätten wir hier. So, und was hätten wir hier? Eisentür. Lasina. Einfach in. Ja. Was ist denn das für ein Schrein? Feinstahlharnisch nehmen wir mit. Diebeshandschuhe. Nasina, schimmernde Schamanenamulett. Das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Den Schädel können wir nicht mitnehmen. Zerstörtes Buch. Hä? Ah, hier hinten, okay. Noch ein bisschen. Ja. Okay, aber was machen wir damit jetzt? Wir sind hier auf jeden Fall fertig. Ich habe jetzt irgendwie mehr erwartet, aber okay. Ah, okay, das war dafür da. Okay. Hat erstmal alles um sich herum geschossen. Und wieder raus. Ins Herzland. So, haben wir jetzt irgendwas Besseres bekommen? Aber das erhöht kritische Trefferchance um 5%. So, erhöht die Tragkraft um 30 Punkte. Erhöht Mana. Erhöht eure Tragkraft nochmal um 30 Punkte. Bögen verursachen 10% mehr Schaden. Ich kann nur einen Ring. Okay, aber ich würde den nehmen. Den Ring. So, da hinten haben wir wieder so ein Zelt. Andere? Ihr meint es ernst, was? Ja. Ihr habt es auch ernst gemeint. Also. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Zu wenig Wert. Komm, lassen wir mal. Was ist denn das für ein Schild? Das nehmen wir mit. Feinstahlschild. Ja, ist zu wenig wert. Das meiste. Aber
Aber die haben mich jetzt ein bisschen überrascht, dass die hier einfach anfangen anzugreifen. Ah, hier. So viel zu tun. Hier sind wir schon. Da kann ich hier auch eben einmal kurz zwischenlagern, die Sachen, die ich jetzt nicht brauche, die ich dann verkaufen kann. Wie das hier, nein, verkaufen. Also zum Verkaufen zurücktun. So. Ornat des Mysteriums. Okay. Verlänge die Verwandlungsdauer von Wolfsblut um 25 Sekunden, wirkt nur für während des Tragens gebrauchte Trinkgeld. Okay, das kann ich nicht wegpacken. Und das hier, die packe ich auch mal weg. Und den auch noch. So, und Schattenstich wieder. Wir müssen bald hier auch noch anfangen, alles zu erkunden. Alter, den habe ich nicht gesehen. Den alten Käfer. Und Erfahrungspunkte geben die Käfereier. Okay, aber da muss ich definitiv was essen. Und speichern. Nee, die brauchen wir nicht. Okay, da sehe ich schon den nächsten Käfer. Scheint jetzt aber nur der eine da zu sein, kann das sein? So, den Fall will ich wieder haben. Da unten ist irgendwo eine Höhle, aber hier traue ich mich momentan noch nicht so wirklich groß rauszugehen. Vom Weg. Da waren zwei von denen. Einmal kurz speichern. Oder warte mal. Das ist schon der richtige Weg. Ich muss an den Viechern hier vorbei. Okay, und die greifen mich jetzt noch nicht an. Ich schaue, dass ich hier erstmal einfach nur durchgehe.
Denn gegen zu viele von diesen Eiterkäfern möchte ich noch nicht kämpfen. Auch wenn die gut XP geben. Es sieht aber schon geil aus hier. Erwachter Verlorener. Wir nehmen nur die Pfeile. Ach nö. So, das nehmen wir mit. Das. So, wo ist der andere? Überstanden. Okay, nochmal eine Kartoffelsuppe und speichern. Da ist ein neues Symbol auch, das ich noch nicht kenne. Was sind denn Arps? Also, das sind ja Pfeile. Jo, den Kampf überstehe ich nicht. Da sind noch mehr Arps. Scheiße. Jetzt habe ich ein Problem. Hätte ich vielleicht mit meinem Eselchen hier durchreiten sollen? So, ich will zumindest bis zu dem Myradentum da hinschaffen. Okay, die kämpfen gegeneinander. Ach nö, jetzt kommen die auch noch. So, Myradentum. Myradentum Nebelheim entdeckt. Ich versteck mich hier. Wer sieht mich von wo? Jetzt brauche ich wieder eine Kartoffelsuppe. Ich habe abgesehen von Pilzen. Ah, ich habe noch Kohlsuppen. Okay. Da hinten haben die mich nicht mehr im Visier. Die haben die Fährte verloren. Automatisch gespeichert, perfekt. So, Wurst nehmen wir mit.
Ihr könnt nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Na super. Fängt ja gut an. So viel zu tun. So, Leben ist aber gleich voll. Na, Kumpel? Was sind das denn für Verlorene? Die sind anders. Jetzt habe ich ein dickes Problem. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. So, aber das da sieht aus wie eine neue Stadt. So, ich hoffe, die verlieren mich jetzt. Okay, Wölfe, ja. Okay, die sind doch... Nebelheim entdeckt. Okay, Nebelheim ist eine komplett zerstörte Siedlung. Und wenigstens sind Jasper und so hier. Wie haben die es hierhin überhaupt geschafft, ohne drauf zu gehen? So, Nebelheim, hier war das. Hier haben wir so viel jetzt übersprungen, kann man sagen. Weil doch ein bisschen schwer ist. Das will ich aber einmal speichern. Vielleicht kann ich die beiden jetzt... Also Arsch und Zwirn. Wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Wir haben hier ewig gewartet. Ihr seid doch eben erst... Was zählt ist, dass wir nun den Siegelstein finden. Ihr beide durchkämmt die Ruinen nach dem Stein. Ich gehe schon mal zum Tempel und nehme das Tor unter die Lupe. Alles verstanden? Gut, dann hopp. Ja, alles klar. Zu wissen, wie etwas aussieht, soll enorm bei der Suche danach helfen. Habe ich zumindest gehört. Das habe ich euch doch schon gesagt. Ein kleines, rot pulsierendes Juwel. Wenn der Stein hier ist, dann solltet ihr nach irgendwelchen Dorfschatzkammern oder so suchen. Jetzt kommt in die Pötte, wir sehen uns am Tempel. Jasper! Mhm. Weißt du das über diesen Ort? Über Nebelheim? Ja, eine ganze Menge sogar. Die Geschichte hat mich früher fasziniert. Du scheinbar nicht, was? Wundert mich eigentlich bei all der Zeit, die du jetzt schon auf Enderal bist. Was willst du wissen? Was ist mit dem Dorf passiert? Es sieht aus, als hätte es hier einen Krieg gegeben. Ja, so in etwa war es auch. Wie erzähle ich das, ohne den Rahmen zu sprengen? Die Kurzfassung ist, die Dorfbewohner haben den Verstand verloren und Malfas und dem rechten Weg abgeschworen. Irgendwann sind dann immer mehr Reisende in der Nähe Nebelheims verschwunden. Und hat man das anfangs noch auf die Gefahren des Flüsterwalds geschoben, hat man irgendwann bemerkt, dass überraschend viele Leichen später in der Nähe des Dorfes wiedergefunden wurden. Irgendwann hat der Orden eine Division Hüter gesandt, um dem Wahn ein Ende zu setzen. Wie auch immer das konkret hätte aussehen sollen. Aber die Nebelheimer wehrten sich wie tollwütige Hunde. Und das Ergebnis war, dass die Garde beigezogen wurde und das Dorf gestürmt werden musste, wie eine Festung. Tja, und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Also die Leichen wurden in der Nähe des Dorfes gefunden? Die Nebelheimer haben sie getötet? Haben sie, ja. Sie haben sie geopfert, um genau zu sein. Und ich weiß, dass das wie aus einem schlechten Theaterstück klingt.
Später, als man Nebelheim untersucht hat, hat man einen versteckten, mittlerweile verschütteten Raum im Tempel gefunden mit seltsamen Gemälden an der Wand. Scheint, als wären dort die Menschen geopfert worden, aber warum? Das hat man nie rausgefunden. Und wie zum Henker kann ein Haufen Bauern dem Orden die Stirn bieten? Wie gesagt, irgendwas hat die Nebelheimer verrückt gemacht. Und genau so haben sie auch gekämpft. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Ort ist nicht schlecht befestigt, besonders durch seine Lage auf der Klippe. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Orden und die Garde der Sache Herr geworden ist. Aber dennoch. Wie kann denn ein ganzes Dorf einfach verrückt werden? Naja, die gängigste Erklärung ist natürlich die Nähe zum Flüsterwald. Wir wissen ja alle, dass die Pilzsporen über kurz oder lang jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Magiebegabte noch schneller als normale. Ungünstige Winde, mehrere Monde hinweg. Wer weiß. Zumindest ist das die offizielle Erklärung. Manche Verschwörungstheoretiker schieben die Schuld auf den Schlechter von Ark. Den Schlechter von Ark? Du meinst diesen Serienmörder? Genau den, ja. Jael Gerbers Sohn. Ganz skurriler Kerl. Er hat vor seinem Selbstmord eine Autobiografie hinterlassen. Obwohl der Orden ihren Besitz offiziell verbietet, gibt es Sammler, die einen richtigen Kult darum gemacht haben. Es gibt eine Menge wilde Spekulationen um die ganze Geschichte. Einiges davon ziemlich bizarr, wenn du mich fragst. Naja. Okay. Man sieht sich. Ja, wollen wir anfangen hier zu suchen? Da müssen wir rein. Okay, Jasper. Nebelheim Rathaus. Jasper, wo auch immer du hingehst, ich komm erstmal mit. Da sind Alps. Arp. Nicht Alps, Arp. Jasper, warum hilfst du mir nicht? So, alter Rundpfeil, Eichenbogen, Stahldolch. Was hat der hier? Alter Rundpfeil, Runenschwert. Jasper? Wo bist du hingegangen? Er hat ganz starke Orientierungsprobleme. Hier haben wir Einzelteile, die brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Schuhe und Schuhe. So, Windwurz. Rolle und Dusel Schlüssel, Experte. Kristallmünzen. So. Ach, brauche ich nicht. Okay, ist eigentlich wirklich an sich gut befestigt. Also da auch kein Wunder, dass dann die Garde ein bisschen länger gebraucht hat. Oder bräuchte. Gibt's hier noch mehr? Da haben wir eine Eisplanke, perfekt. Ein Rucksack. Federn, Manasalz, Lambis Rang 2. Brauchen wir nicht.
Okay, also müssen wir ins Rathaus. Speichere ich einmal, bevor wir reingehen. Ja, da sehe ich schon einen Ab oben. Mehrere. Ein magiebegabten Ab. Jo. Okay, der ist jetzt da oben. Okay. Eisplanke, Kohlsuppe. Runenschwert. Nehme ich mal mit. Feinlederkapuze. Genesungstrank. Kahnverzauberer. Kann ich eben irgendwas entzaubern? Habe ich irgendwas da? Nee, schade. Noch ein Runenschwert. Die Groschen. Rathausschlüssel zu Nebheim. Und noch ein Runenschwert. Silberamethystring nehme ich mit, kann man gut verkaufen. So. Kann ich vielleicht ein bisschen besser sehen. Genesungstrank Standard. Stahlpfeil. Hier ist aber auch gar keine Musik drin, kann das sein? So, Holztür. Mal gucken, was hier gibt's. Groschen. Und Königsmet. Und noch mehr Groschen. Kohle und Schürze. So, was haben wir hier oben? Genesungstrank. Chemikum Schnelligkeit nehme ich mit. Feuerblitz Rang 2 haben wir, glaube ich. Noch mehr Groschen. Hier haben wir auch noch mehr Groschen. Haben wir schon. Der ist leer. Schade, dass ich nicht so viel looten kann hier. Rathaus Keller. So, da bin ich jetzt gespannt, wie viele Arbs hier sind. Okay, geht schon gut los hier. Diebesstiefel nehme ich mal mit. Grundumerz, Dietrich. Okay, scheint nicht so gut gesichert zu sein, wenn es nur Lehrling ist. So, Granatstein, Rubin.
Smaragd. Ein Siegelstein. Zu Jesper zurückkehren. Ja, machen wir. Jesper! Ich habe einen Siegelstein gefunden. Da bist du ja wieder. Und, hast du was gefunden? Ich bisher noch nicht. Einen Stein. Sieht mir ziemlich genau nach dem aus, den wir suchen. Ah ja? Zeig mal her. Tatsache, das ist er. Großartig. Das wird Rauschebart glücklich machen. Dann mal auf zum Tempel. Bist du bereit? Ja, komm. Gut, dann geh mal vor. Ich bleib an deiner Flanke. So, zum Tempel? Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher, 15 Mal soll es geschehen, und wir fangen an zu zählen, einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen, und das Trinken Hirten bauen, die uns auf dem Land fahren, und auf der Bart. Sich heute für nichts zu schaden. So, die Runenschwerter nehme ich mit. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Ich beschwere mich da nicht, wenn du singst. Das finde ich sogar sympathisch, aber... Ich habe gerade richtig Schiss. Ich bin froh, dass ich dich jetzt hier habe, aber ich habe gerade Schiss, hier unterwegs zu sein. Obwohl, er ist ja eh unsterblich, oder? Achso, das war die Myrade. So, das nehmen wir mit. Ist das der Weg, den ich gehen soll? Ich weiß es nicht. Aber ich wäre schon dafür, dass wir irgendwie vielleicht doch einen Begleiter immer wieder mitnehmen. Nebelsteinbrücke entdeckt. Und einen Runenbogen können wir wieder mitnehmen zum Verkaufen. So, eine Leiche. Dietrich, Eisenschild, Groschen nehmen wir mit. Was haben wir da? Pyräischer Helm. Noch ein Dietrich, Silberbahn. Werkzeugkasten, keine Ahnung, wofür das. Oh, perfekt. Die müssen wir auch noch looten. Eisenhandschuhe, die Groschen nehmen wir mit. Menschliches Herz. Komm, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Nein, keine Irrlichter. Aber das ist der richtige Weg. Erstmal gehen wir vor. Mächtiges Irrlicht.
hin. Wir müssen jetzt mal so oder so, früher oder später öfters mal mitnehmen. Oder vielleicht... Kalia? Oder Lishari? Können wir auch mal mitnehmen? So, den Bären. Okay, jetzt ein starker Braunbär. Nice, Lebensenergie. Da können wir irgendwo wieder investieren. Perfekt. So, eiserne Wille haben wir schon. Schnelle Reflexe, was macht das? Blockt ihr, während ein Gegner einen kraftvollen Angriff auf euch schwingt, verlangsamt sich kurzfristig die Zeit. Was macht das da? Eiserne Jungfrau. Für einen kurzen Zeitraum werft ihr jeglichen erlittenen Nahkampfschaden auf eure Feinde zurück. Entkräftung. Ein Gegner mit dem Schild zu dreschen, absorbiert einen Teil dessen Ausdauer. Ich würde die alte Jungfrau nehmen. So, Talente können jederzeit eingesetzt werden und lösen für das jeweilige Talent eine Abnehmung. Ah, da bist du ja wieder. Hi. Ja, Jesper, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Dann vielen Dank an alle, die wieder mit dabei waren. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.